Fritz Meinecke, 24 Stunden, was hat er gemacht, Leute? Wir schauen mal rein. Freddy ist auch da. Ach du Scheiße. Freunde, ich habe noch nicht mal ein Intro gedreht. Ich stehe komplett im Wasser. In der Scheiße. Alter. Digga, du bist komplett im Wasser. Ich sag's dir ganz ehrlich. Wo ist der? Meine Füße, bis hier, alles nass. Schuhe ist komplett. Der? Wo ist das denn der? Das ist das kürzeste Video, was ich je gedreht habe. Wir wollten einfach hier rein. Ja. Hier war einfach irgendwie Moor oder was See. Was macht der? Ist hier so ein Fluss oder sowas? So, Freunde, erstmal herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Winterbiwak. Es gab noch nicht mal ein Intro, weil wir gerade hier rein wollten. Und die Kamera lief auch nicht. Ich bin unters Knie ins Moor rein. Oh, Digga, nein. Eigentlich klingt es sofort nach Abbruch, aber ich versuche jetzt erstmal die Feuchtigkeit hier irgendwie rauszuholen. Ich habe Ersatzsocken bei. Aber kriegst du ja nicht hin, ist oder? Alles nass, komplett hier. Oh, Digga, die Hose, Scheiße. Komplett Schuhe. Scheiße, Alter. Ja, da ist der direkt vorbei eigentlich, oder? Ich war hier komplett drin. Alles. Ja, es ist komplett. Zeig mal. Alles. Ach du Scheiße. Ja, du siehst ja unten richtig den Wasserfilm. Hier, pass auf. Ja, okay, Digga. Digga, wir haben minus 3. Wie kriegt man das trocken? Bei minus 3 solltest du echt aufpassen. Als mit deinen Füßen. Also, so wie Gerrit gerade gesagt hat, jetzt mal Titten auf den Tisch, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ja, absolut. So, ja? Ja. Der Punkt ist der, die Kacke ist am Dampfen, der Schuh, es ist alles komplett nass. Ja, ja, es ist so, als wäre ich baden gegangen. Ich mache jetzt in dem Moment quasi ein reales Experiment einfach draus. Digga, weißt du, ich habe mir im November diesen Anzug bestellt. Ich habe so Bock auf Schnee seit Monaten, Junge. Ich bin völlig equipped und laufe jetzt nach 5 Metern. Ach, das ist so spontan. I see. Intro gedreht. Wir brechen nicht ab, wir machen jetzt weiter. Kann man das nicht übers Feuer machen? Wir sind auf der Suche nach einem Plätzchen. Es gestaltet sich als schwierig, weil, guckt euch das an. Aber jetzt mal ehrlich, wie schlimm ist das? Also wie schlimm ist 14:44 Uhr, also gute 15 diese Nässe. Minuten und ich merke schon, wisst ihr, was ich meine? Wie es langsam kühler wird und wie auch meine Socken wieder komplett. Ihr müsst nicht timeouten, wenn die Leute aus dem Video was quoten, Leute. Also meine Idee wäre eventuell, dass man über die Socken die Feuchtigkeit Santosi, das war alles, also und alles dann gut. Quasi die Socken mal wieder ausfringt. Dass man die so wie so einen Schwamm rauszieht und durch das gefriert halt, naja. Nach und nach irgendwie trocken kriegt. Ja, das halt, doch, ist schon schlimm, ne? Einfach Metallausrüstung ausziehen, dann ist nicht mehr kalt. Oh, hier geht's schon wieder tief runter. Bestes Beispiel, ja, in sowas Digga, so, bin ich rein. So ein Siffwasser also auch noch, ne? Oder so. Der Fuß kann abfrieren, wir ja, versuchen okay. Jetzt eventuell einen Weg zu finden, ein bisschen bergauf zu gehen, um wieder weg von dem Wasser zu kommen. Aber wenn du da reinläufst, ist quasi wie eine Art Falle. It's a trap. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich auf der Kamera richtig hört oder ob es stark ins Mikrofon pfeift. Wie hardcore, dass er einen Hund dabei hat, ne? Wie geil. Diesen Weg. Oh nee. Oh nee. Oh nee, wir kommen einfach auf den normalen Wanderweg wieder raus. Ich kotze komplett ab. Scheiße, es war alles umsonst. Oh nein. Nein. Junge, wie viel Schnee liegt da? Man bekommt schwarze Füße. Ausrasten. Ja, wenn die halt abfrieren. Das wird doch nicht besser, Fritz. Maja, warum musst du jetzt da in den Tief stehen? Ja, großartig. Oh nein. Soll ich dir was bringen? Oh nein. Ich muss jetzt aber. Danke, Gerrit. Bitte. Oh. Das ist der Hund von Martin. Ah, okay. Ich bin kurz davor zu sagen, fickt euch, geh nach Hause. Ich find's klasse. Ich find's auch irgendwie noch geil, aber ich hätte jetzt gern mal ein. Probleme, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, das war's wieder. Und der zieht das jetzt so lange durch, Digga. Ja, voll geil. Dann peilt man wie so ein bisschen. Der verreckt doch da mit seinem Fuß, oder? Lass mal da reingehen. Oh! Ganz schlechter. Aber das ist doch der Gag, das ist doch das Abenteuer. Nee, weißt du, ganz ehrlich, das ist doch kein. Das ist halt nicht das Drehbuch. Nee, das hat einen Trümmerhaufen hier. Verstehst du? Das ist doch das Kind. Ja, ja, klar, der kann halt abfrieren, der Fuß, ne? Schön, ja. Hier ist aber kein Wald! Hier sind nur umgestürzte Bäume, das war's! So, oder wie ich sagen würde, Lehm in der Lage, Freunde. Jetzt geht's Abenteuer erst los. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Es hat irgendwie jetzt angefangen zu schneien, zu graupeln. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist sehr, sehr windig. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt hört. Okay, wir schauen mal ein bisschen weiter. Was gibt mal durch? Die fallen die ganze Zeit. Alter, wie viel Schnee ist da? Da, super. Der arme Hund, wa? Ach, Freunde, das große Wiegen. Oha! 20 Kilo. 20 Kilo. 19,8. Holy shit. Ich werde 22. 25 vielleicht. 24. Hm? Ja. Und Digga, das ist ja schon. Alter! Schon eine Menge. 34. Hab's dir gesagt.
Ich habe ein Hobo bei, ich habe Holz bei, mitten im Rucksack, ich habe ein Fahrradkorb bei, ich habe ein Messer bei. Du hast da Holz drin? Naja, klar, ich wollte mir schön ein kleines Feuerchen machen an mein Ding. Der Typ ist einfach durch. Ich entscheide im Wohle meines eigenen Wohles und das Wohle. Digga, das tragen die alles noch? Wir brechen hier ab. Es macht keinen Sinn. Komm, Gerrit. Ja, wir machen uns das ein Bunten, ne? Ja. Wir gehen jetzt schön erstmal schön ein Nippen. Ein Nippen. So, die Jungs haben entschieden, dass das Ganze jetzt an der Stelle zu Ende ist. Was? Er hat Schmerzen im Rücken. Ja, okay, gut, macht Sinn. Mani ist mit 34 Kilo völlig überladen. Gerrit sieht sich da auch nicht so. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sehen uns. Gut. Fritz ist so hardcore, Alter. Der macht jetzt alleine weiter. Hey, du, war aber ein schöner Tag. Ja, war ein schöner Tag. Ich hau mich jetzt rein in den Schnee. Green Arrow, right, mit Michael Fred. Dankeschön für eure Subs. Was? Gerrit. Der macht das jetzt alleine weiter? Wir haben uns an der Stelle verabschiedet, brechen das Ganze jetzt hier ab. Ich ziehe auf jeden Fall. What the fuck, Digga? Für mich, ich sag's euch ganz ehrlich, ist das jetzt eine Challenge. Mir geht es nicht um die Videoproduktion. Ich könnte auch ein anderes Video drehen, ja? Sondern mir geht's um das Abenteuer. Und euch nehme ich quasi mit der Kamera mit, um das Ganze zu dokumentieren. Ja? Kommt man klar, frieren die Füße ab, ich weiß nicht. Ich werde mir jetzt ein bisschen Gedanken machen, wo ich mich hinhaue. Und dann schauen wir einfach mal. Möge das Abenteuer beginnen, weil jetzt, Freunde, jetzt beginnt nämlich das Abenteuer. Geil. Alter. So, ich suche mir jetzt hier ganz langsam einen Weg. Und stapfer war alles vor mir schön fest. Der Fritz ist so gestört, Mann. Der ist so gestört. Passiert. Der Fuß ist auch noch nass. Der ist alleine im Schnee. Ey, Fritz, Alter. Pass mal bitte auf dich auf, Junge. Das ist nicht gut. Ich hab so Respekt vor ihm, wirklich. Für euch wahrscheinlich noch nicht vorstellbar. Aber da möchte ich heute übernachten. Arthrose, und ja, natürlich gut. Wird hier nicht wie sonst manch andere im Zelt draußen übernachtet, sondern... Was? Wie macht der es? Der spinnt doch komplett. Der spinnt doch, also Fritz, wirklich. Du bist, wie kann man so hardcore sein? Das Ding ist, im Sommer zelten gehen, alles entspannt. Alles cool, alles geil. Aber das ist halt, das ist wirklich next level. Das ist next level. So. Das ist wahnsinnig. Gucken wir mal, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Weil es fühlt sich schon wieder sehr, sehr... Das ist, dieser Fuß ist komplett... Sehr, sehr matschig an. Am Frieren alles. Ja, es funktioniert. Larissa, danke schön für deinen Sub. Shit, ey. Ja. Noch habe ich keinen schwarzen Zeh. Alles gut. Ja, Junge. Das ist aber auch nicht. Das ist aber auch dann, glaube ich, nicht die. Ich habe hier so viel geilen Scheiß noch dabei, den ich auch noch ausprobieren und testen wollte. Aber ich muss mir überlegen, ob ich das auch aufhebe. Für die nächste Woche. Ich habe so einen Respekt. Der pennt ja dann auch draußen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ja alles hier ein bisschen außerplanmäßig verlaufen. Aber was ihr hier auf jeden Fall schon mal seht, ist mein Schneetarp. Ist nur ein ganz kleines, aber das. Bauen wir jetzt mal auf. Es ist einfach alles schon hier gefroren. Man muss so krass aufpassen. Ja, es fängt wieder an zu graupeln. Da pennt der drunter. Der Wind ist da. Schön. Ist doch herrlich. Es ist doch einfach herrlich, Freunde. Digga. So ein paar Heringe schnitzen, wa? Na ja, passt schon. Es ist mittlerweile schon leicht am Dämmern, beziehungsweise ich denke mal, so eine halbe Stunde wird es wirklich dunkel sein. Der Schnee hat natürlich den großen Vorteil, dass es immer noch recht hell ist, weil alles weiß ist. Im Hintergrund seht ihr das schon. Ich habe jetzt meinen Schneetarp hier aufgebaut, hier mit den Holzheringen. Hier drunter ist dann Platz, da kommt dann Isomatte und so weiter rein. Und ich werde jetzt noch versuchen, mit dem Schnee das Ganze dicht zu machen, ja, dass hier kein Wind reinpfeift. Weil ihr seht selbst, wir sind hier auf einer offenen Fläche und ab und zu kommen hier ein paar richtig fette Böen reingeschallert. So, ich glaube vom Licht her passt das. Jetzt kriegt auch mal einen Eindruck, dass es eigentlich doch schon recht dunkel ist. Ich habe jetzt einmal ringsrum Wahnsinn. Das Ganze abgedichtet, komplett mit Schnee. Auch hier hinten komplett dicht gemacht. Das Ganze ist aber nicht so ein Backschnee,
sondern sehr pulverig. Ja, das heißt, der pfeift Wind also durch, oder? Es könnte sein, dass das irgendwie zusammenfällt. Zusammenkracht, wenn ich mich auch hier nochmal die rechte Seite. Dass der da pennt, Leute. Dass der da schläft, das ist verrückt. Ich weiß nicht, was hier im Kiesling drin ist. Aber wir haben jetzt eine Abschätzung. Chat, also wie kann man so ein... Ich sag's euch mal hier, das ist alles eine Kopfsache. Es ist einfach nur eine scheiß Kopfsache. Nee, Digga, das ist keine Kopfsache, das ist Wahnsinn. Das mache ich jetzt alles noch ein bisschen schön. Und dann geht's rein in die Eishöhle. Geil. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so geil hinkriege. Das hilft dir auch gar nicht, oder? Diesen Tarnanzug, den ich übrigens anhabe, der ist nicht wasserdicht oder so, ne? Der ja, ist mega. Vereist. Super. Das ist doch viel zu kalt. Das ist doch viel zu kalt. So. Mein Poncho. Okay, kurze Frage. Wie kann das sein, das ist warm. Nein, das ist doch nicht warm. Chat, das kann doch nicht sein. Das ist doch, das friert doch alles von unten. Das friert doch alles von unten zu. Oder? Schnee hat einen Dämmeffekt. Hier kommt überall schon Schnee. Aber das ist doch von unten, ja, drauf, der Leute. Schnee. Ich sag's also nicht die Kälte von außen, von unten die Kälte. Ich bin mittlerweile halt auch irgendwie schon in so einem Scheißegal-Modus. Es juckt mich einfach nicht mehr. Es interessiert mich nicht. Also wir haben auf einem kalten Stein gepennt und das war richtig schlimm. Höllenmarsch. Da war es der Schmerz, dem ich gesagt habe, ja, ich merke dich, aber es interessiert mich nicht. Und genauso ist es hier mit der Feuchtigkeit. Was für ein Kerl. Der Kälte. Fritz Meinecke. Ich weiß, dass meine Füße nass sind, dass hier überall Schnee rumliegt, aber es interessiert mich nicht. Kranker Typ. Okay, mehrere Schichten, klar, ISO, Pumpmatte mit Luft drinne. Ein Biwaksack, ja okay, das macht Sinn. Das ist halt ein sehr, sehr isolierender Schlafsack, nehme ich an, ne? Bau erst noch alles Markinoho, danke schön. Sehr, sehr wichtige Frage. Bälde, danke schön. Ich bin gespannt, wie ihr handeln würdet. Aber eins nach dem anderen. Aber er hat keinen Schlafsack dabei, oder? Größter Respekt, wirklich. Also einfach so mit einem offenen Zelt so zu pennen. Und jetzt muss ich eine wahrscheinlich folgenschwere Entscheidung treffen. Okay. Und mich würde es mal interessieren, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr jetzt handeln würdet. Ja. Ihr habt es mitbekommen, meine Füße, Schuhe, es ist alles klitschnass. Ich werde es gleich nochmal ausfringen. Aber was mache ich? Was an Kleidung ziehe ich aus? Was lasse ich an? Und vor allem, was nehme ich mit in den Schlafsack? Und was lasse ich draußen? Macht euch mal ein paar Gedanken. Die Schuhe, klar, die Schuhe in den Schlafsack, da ist es wärmer drin, die trocknen dann noch durch, oder? Und ich löse das nachher. Kein Zelt, sondern Tarp, ja. Socken auf jeden Fall aus und neue. Die Frage ist halt, neue Socken. Kann ich sie zum dritten Mal auswringen? Was eigentlich gut wäre. Also hat Vor- und Nachteile. Ja, krass. Das heißt, ich ziehe mit der Socke nach und nach immer noch weiter die Feuchtigkeit aus dem Schuh raus. Smart. Nachteil ist, das zeigt, dass ich immer noch extrem viel Feuchtigkeit drin habe im Schuh. Man muss natürlich auch bedenken, Kälte trocknet besser. Nee. Das ist ja auch nicht gut für so einen Fuß, wenn er die ganze Zeit nass ist. Ziehe ich diese Socken und die Schuhe aus und lasse die außen hier stehen, ist es morgen komplett Eis. Ich kann die nicht mehr anziehen. Klar. Von daher werde ich es probieren, so wie ich bin, mit den Schuhen und der nassen Hose in den Schlafsack zu gehen. Ja, hätte ich auch gemacht. Einfach. Wir machen quasi einen Survival-Selbstversuch. Hätte ich auch gemacht. Nur, dass es kein Szenario ist. Warum bläst er keine Fackel? Diesmal. So. Ja, da können ja Spinnen spawnen, alles Creeper, what the fuck? Ich habe meinen Winterschlafsack mit. Ja. Generell, wen das Thema Ausrüstung interessiert, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich meine Ausrüstungsliste verlinkt. Und da findet ihr den. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das, was ich jetzt mache, es fühlt sich irgendwie falsch an. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Einen Apfel gibt's jetzt, die gute alte Fischbüchse. Und Brot. Mein selbstgebautes EPA, ja, quasi ausgelegt auf 24 Stunden mit morgens, mittags, abends, aha, Getränke und auch Snacks. Geil. Ja, habe ich hier drin. Geil. Aber wie gesagt, zeige ich dann. Essen ist wichtig, man verbrennt ja unglaublich viele Kalorien. Hey, die sind meine 1 Euro weg. Ich mag Alkohol. Dankeschön für dein Euro. Lecky. Oh, geil. Ich glaube, sowas
Sowas. Ein Brot dazu. Ja. Ist eine nahrhafte Mahlzeit. Gut, also Eiweiß. Mit den Schuhen hier drin, sage ich euch, das wird nichts. Es ist eiskalt jetzt schon. An den Füßen, ne? Meine Überlegung, ich ziehe das Ganze jetzt komplett aus, pack das in die Regenhülle und lasse es trotzdem am Fußende drin, damit ich möglichst keine gefrorenen Schuhe habe. Man hätte ja Surströmming. Meine Füße ein bisschen trocken zu kriegen und ziehe mir... Feuer wäre es halt gewesen. Feuer wäre halt OP gewesen, oder? Feuer und dann einfach den Schuh andersrum übers Feuer hängen. Wäre das, das hätte doch geklappt, oder? Bei trockener, klirrender Kälte trocknet Wäsche sogar viel besser als bei wärmeren Temperaturen. Die kalte Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft. Ja... Aber es friert auch zu und es wird zu Eis. Das hat er ja auch gesagt. Golden, der hat einen Golden Apple auch. Mir frische Socken an. Aber es ist zu nass, ja, ja. Beziehungsweise eine kleine Geheimwaffe mit, die ich eigentlich ausprobieren wollte. Und zwar habe ich mir so Booties geholt. Perfekt. Ist ja super zum Pennen. Leute mit Fußfetisch hassen diesen Trick. Wie gesagt, die Idee ist jetzt nicht mehr, dass hier irgendwie was trocken wird, sondern ich will nur, dass sie nicht einfrieren. Die packe ich jetzt hier ins Fußende rein. Wie aufgeweicht die sind. Je, Alter. Sieht einfach aus, die kleinen Käsefüßchen. No. Und dann der Booty drüber. Das funktioniert niemals. Ich würde sagen, lauscht einfach mal. Der Schnee, so wunderschön. Ein Problem jagt das nächste. Seht ihr diesen ganzen Schnee hier an der Seite? Der ist quasi oben rauf gerieselt. Und dann hier unten kommt der raus. Seht ihr das? Ich habe gerade mal durchgerechnet. In 13 Stunden wird es wieder hell. Boah, Junge, das ist ja noch Winter, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das sah auch schon richtig optimal aus. Eieieiei. Boah, Leute. Damit ihr mal ein Gefühl kriegt, was hier draußen los ist. Das ist wirklich, das ist... Ist das geil oder ist das meine Horrorvorstellung? Habe ich davor Angst oder finde ich das geil? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, es ist geil. Ich glaube, es ist geil, oder? Es ist ultra hardcore. Es schneit und schneit und schneit. Alter. Beides, holy oder? Shit. Schön, aber alleine, ja, alleine. Leute, wir haben ja dieses Experiment schon in Schweden gemacht, wo wir auf diesem Stein gepennt haben, in diesem Dreckszelt, wo wir dieses Festivalzelt dabei hatten. Ja. Deshalb, also wirklich, wirklich absolut schrecklich. Absolut schrecklich. Deshalb, ich hätte Überschiss. Es ist komplett gefroren, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich habe eine Idee, wie ich jetzt pinkel. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Leben oder Lage, was willst du denn machen? Ah, lecky. Ganz fein. Ich glaube, wenn das so weitergeht, es schneit in einer Tour, dann bin ich morgen... Wenn der Wizard gleich das Board ist, vorbei. Man sieht es übrigens auch hier schon ganz gut. Das ist jetzt alles neuer Schnee. So, wir haben es jetzt 21.55 Uhr mittlerweile. Durch die Luftfeuchtigkeit, die hier drin ist, ja, weil ich ja atme. Ja, friert halt alles zu. Haben wir hier an der Innenseite kommt, oh, Junge. So leichte Kristalle. Und dann kommt der Wind, der rüttelt das hier einmal gelber durch das ganze Top. Und dann schneit es. Der gelbe Schnee. Der gelbe Schnee ist der leckerste. Ich sag's euch, wie es ist. Gelber Schnee ist der Apfelsaftschnee. Das ist ein Lifehack. Gelber Schnee schmeckt nach Haribo Goldbeeren und Apfelsaft. Einfach hier drin. No joke. Quasi die Flucht ergriffen. Boah. Hier rieselt es gerade ordentlich runter. Es schneit. Der zieht das durch. Der pennt da jetzt auch einfach drin. Aber man wacht halt immer wieder auf, ne? 3:01 Uhr. Ja, man wacht immer wieder auf, oder? Ist einfach trocken. Was? Ich stand bis hier, vielleicht krass. Kommt ihr euch dran. Im Wasser. Krass. Alles nass. Es ist trocken. Was mit Schoki? Was mit dem Schoki-Schnee? Sachen gelernt bei das kann ich euch nicht sagen. Unfreiwilligen Survival-Experiment, nennen wir es mal. Erstens, das ist auch smart, von hinten zu isolieren hier mit der Wand. Schlafsack oder eure Kleidung, was auch immer, ja, von außen gefriert, ist das nicht unbedingt ein negativer Punkt, beziehungsweise wenn der Schnee drauf liegen bleibt. Das zeigt ja, dass eine extreme Isolationswirkung da ist. Zweitens, ein leicht feuchter Kunstfaserschlafsack isoliert auf jeden Fall immer noch top.
Und drittens, Kleidung im Schlafsack. Leute, ich habe komplett alles an, bis auf meine Schuhe. Ja? Und das führt nicht dazu, dass ich friere. Ganz im Gegenteil. Schreibt gerne mal eure Meinung und Erfahrungen. Das heißt, der pennt da einfach. Denn der Klassiker ist, ich war bei der Bundeswehr und mein Ausbilder hat gesagt, ja, du musst so wenig wie möglich anziehen im Schlafsack. Das hilft am besten. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe hunderte, wirklich hunderte Nächte draußen verbracht und eigene Erfahrungen gesammelt. Und meine Erfahrung ist, sowas wie eine Regenjacke und so weiter bringt euch nichts. Aber wenn ihr eine Art Fließjacke habt, eine Kunstfaserjacke, dicke Socken, das hilft. Das bringt euch zusätzliche Wärmeisolation, ganz klar. Mhm. Wir haben minus 4. Das geht. Ja, doch ein bisschen. Ja, jetzt wird es direkt wärmer. Aber vorne hatten wir gerade minus 4. Ich merke einfach hier schon wieder, bei diesem Projekt, wo die Sachen komplett schiefgegangen sind, lernt man einfach am meisten. Ja, improvisieren halt, ne? Durchziehen. Wir haben schon mittlerweile 7:39 Uhr. Ich liege also jetzt fast schon 14 Stunden hier im Schlafsack, Alter. Und es ist immer noch recht dunkel draußen. So, mittlerweile ist es hell. Es hat übrigens Imagine, du bist ein Wanderer. Weitergeschneit. Ihr seht's, da bin ich reingelaufen. Da ist nichts mehr von zu sehen. Ich habe nicht wirklich gefroren. Die Nacht gut überstanden. Krass. Aber jetzt ziehen wir die Schuhe an und gehen raus. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht wirklich hell wird. Guckt euch das an. Hier hängt komplett die Suppe drin. Krass. Imagine, man verläuft sich dann da und schafft das nicht zurück. Ah, das wird gleich schön ungemütlich. Ja, Fritz Meinecke weiß wirklich, wovon er redet, wa? Der hat Ahnung, ja, ja. Hier habe ich übernachtet. Ist es geil, Alter. Zieht euch das rein. Es hat hier drauf geschneit, dann ist alles reingesackt. Ja, das ist alles neuer Schnee, der komplett hier rein wird. Crazy, wie viel. Schön. Generell ist das Tarp einfach viel, viel zu klein für so eine Aktion. Also es geht, man kommt klar, aber ja, es drückt dir hinten einfach alles weg. Ohne Scheiß, ich bin gerade so froh, dass ich es einfach durchgezogen habe. Wahnsinn, ich habe so einen Respekt vor ihm, das ist wirklich verrückt. So, alles wieder abgebaut. Ey, ich würde es mit Fritz machen, wenn Fritz mir sagt, was ich machen muss und so. Ich fühle mich ohne Scheiß wie neugeboren. Ich würde es mal machen, muss ich ehrlich sein. Kein Witz. Es war schon wieder ein Dosenfisch. Es waren Höhen und Tiefen, es war kalt, es war nass. Jetzt ist mir wieder warm durch den Abbau. Alleine würde ich es niemals schaffen. Meine Füße spüre ich immer noch, alles gut. Ich wüsste nicht mal, wie ich so einen Rucksack packen soll. Geil. Geil, geil, geil. Bisschen Happy Banana, Leute. Happy Banana. Mhm. Wenn das nicht besser passt als alles andere gerade hier. Bisschen lustiges Südsee-Feeling. Wer auch mal Bock hat, Y-Food auszuprobieren, einfach ohne den Link in der Videobeschreibung abchecken. Und natürlich den Rabattcode 10 Fritz nutzen. Scheiße, Mann. Ich will auch von denen gesponsert werden. Also Freunde, eben mein Handy jetzt auch. Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn euch das Abenteuer gefallen hat, dann Daumen nach oben, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Geil. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Geiler Typ. Bis dann. Ciao, ciao. Geiler Typ, oder? Also über Fritz kann man, wie gesagt, auf den lasse ich niemals was Schlechtes kommen. Niemals würde ich irgendwie was Schlechtes auf Fritz Meinecke kommen lassen. Der ist so ein lieber Kerl und der hat halt wirklich einfach Ahnung. Also der hat wirklich, wirklich Ahnung. Das ist crazy. Der ist einfach jemand, der hat wirklich die Balls of Steel. Wisst ihr, was ich meine? Der ist insane. Und vor allen Dingen, das Krasse ist ja, nicht die Sachen, die er macht, sondern dass er sie, und das finde ich halt am verrücktesten, alleine macht. Das finde ich halt wirklich, das finde ich halt einfach nur, das ist halt das, wo ich sage, Digga, einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. Wirklich. Ich finde es einfach nur insane. Wirklich. Nur weil er von Y-Food gesponsert wird. Ja, wahrscheinlich ist es das, Leute.